Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, den mein erster Gast Paulus Manka in radikaler Vielfalt repräsentiert. Er feierte heuer den 60. Geburtstag und er entstieg den Kämpfen des Lebens stets unbeschädigt, mit der Konsequenz, dass er sich nun an der als unaufführbar geltenden Weltkriegsapokalypse die letzten Tage der Menschheit erprobt. Gleichfalls im Sommer und in Wiener Neustadt feiert das Lebensprojekt Alma die 500. Vorstellung. Reinhard Haller war der psychiatrische Gerichtsgutachter herausragender heimischer Delinquenten wie Jack Unterweger und Franz Fuchs. Als Autor widmete er sich zuletzt der Sucht sowie der Macht der Kränkung. Dieter Schmäler ist Journalist, Moderator, Satiriker und bringt in reifen Jahren sein erstes Solo-Kabarett auf die Bühne. Editha Malovcic war schon mit 21 im Film Nordrand auf der Leinwand zu begutachten und taucht dort seither verlässlich auf, wenn charakterstarke Frauen gefragt sind. Der Durchbruch in Deutschland gelang als Staatsanwältin im Hamburger Tatort. Im Kino feierte sie unlängst die letzte Party deines Lebens. Eine solche darf auch eine der 5 Neuerscheinungen feiern, nämlich Unter meinem Tischbein. Die Geschichte des Wassers. Meyer Lunde, erschienen bei BTB, zu haben um 20,60 Euro. Frankreich hat sich in eine Wüste verwandelt, die norwegischen Gletscherreste sollen abgebaut und an reiche Ölstaaten verschachert werden. Düstere Ökovisionen, Gottlob ohne Verkünderpathos, denn die norwegische Autorin verfügt außer über Gesinnung auch über hohes Erzählvermögen. Kleine Feuer überall. Celeste Ing, erschienen bei DTV, zu haben um 22,70 Euro. Weshalb legt die unauffällige Teenagerin Izzy, eines von 4 Kindern aus dem Provinz-Establishment von Cleveland, im Elternhaus Feuer? Die Autorin, Tochter chinesischer Einwanderer, pflegt einen irritierend sachlichen Erzählton. Bürgerliche Scheinmoral wird kühl analysiert und verworfen. Exzellent. Jäger, Hirten, Kritiker. Richard David Brecht, erschienen bei Goldmann, zu haben um 20,60 Euro. Nach einem Zitat von Karl Marx entwirft der brillante deutsche Populärphilosoph seine Prognosen für die digitalisierte Welt. Die 4. industrielle Revolution steht bevor, sie kann uns befreien oder überrollen. Es liegt an uns. Stillleben mit Totenkopf, Hans-Christoph Buch, erschienen bei Frankfurter Verlagsanstalt, zu haben um 20,60 Euro. Hans-Christoph Buch ist Schriftsteller, Journalist, Kriegsreporter und Literaturkritiker. Mit 74 Jahren hält er Rückschau und schlägt dabei souverän den Bogen zwischen seinen Berufen und Berufungen. Erhellend und lesenswert. Der Alleskönner, Piven, Borgenicht und Winters, erschienen bei Gräfe und Unzer, zu haben um 20,60 Euro. Was der Mann eben so braucht. Wie zwingt man einen rasenden Stier in die Kniegelenke? Wie nimmt man ein Eichhörnchen aus und bereitet es zu? Wie erkennt man Brustimplantate? Und wie entledigt man eine Frau verlässlich ihres Büstenhalters? Nur wie man meinem Tischbein entgeht, da wissen die matt belichteten Brusttrommler keine Antwort. So, da warteten viele weitere Herausforderungen. Meine Damen und Herren, Paulus Manka erschuf das stilbildende Stationentheater um die prominenten Muse Alma Mahler. Werfel bereiste damit Kontinente, bespielte unter anderem damit heuer Wiener Neustadt. Sein Ruf als eigensinniger und polarisierender Schauspieler und Regisseur ist auch in seinem 60. Lebensjahr keine Spur von Verhalt. Die frühen Berufswünsche Raubmörder und Pensionist warten noch der Einlösung. Und speziell vom Ruhestand ist er weiter entfernt als je. Denn jetzt hat er sich in Diensten Karl Kraus das bekanntermaßen Unbewältigbare aufgeladen. Servus. Darf ich ersuchen, dort in der Ecke dich niederzulassen? Das ist schlecht. Wenn Sie mal da herschwenken, da haben Sie ein Buch zum Unterstützen. Das ist in einer Buchszene natürlich besonders pikant. Ja, das ist, da hier spottet jeder Beschreibung. Haben Sie es drauf?
Was trinkst du denn so? Na, gar nichts, danke. Kein Rotwein? Ich muss ja gleich wieder weg. Und wie gefällt dir das Bild, dein Porträt? Ich habe mich leider nicht erkannt. Ich habe gedacht, das ist der Oswald Oberhuber. Ach so. Ja, ja, aber schauen wir mal, was wird. Aber es hat schon was Gefährliches an sich. Ja, das ja, künstlerisch absolut. Absolut. Also. Worüber werden wir sprechen? Na, reden wir mal über die letzten Tage. Ja. Ein Werk. Seit meiner Pubertät wühlt dieses Werk in mir, also praktisch unablässig. Ja. Immer ist es so ein schmalpiktes Kabarett geworden. Du ziehst es ins Große und weiter. Ist das richtig? Erzähl. Ja, es ist ein Monumentaldrama mit 220 Szenen, 800 Rollen, einer Aufführungsdauer von mehreren Tagen, wenn man es ungekürzt spielt, was noch nie vorgekommen ist. Und da haben wir uns natürlich zum Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs gedacht, da machen wir eine Monumentalproduktion in einer alten Waffenfabrik, notabene, in Wiener Neustadt, die noch dazu Serbenhalle heißt. Der Erste Weltkrieg hat ja mit einem Feldzug gegen Serbien begonnen. Und es wird alles Mögliche zu sehen geben, außer Langeweile kann man dort alles genießen. Man wird konsumieren können, es ist eine mehrstündige Veranstaltung natürlich. Wie lange bist du? Naja, wir werden über 6 Stunden sein, wahrscheinlich 7. Toll. Und man wird verschiedene Spezialitäten an verschiedenen Orten zu sich nehmen können. Balkanküche, also wir werden dem ehemaligen Kriegsgegner Tribut zollen. Und dann haben wir etwas, was es, glaube ich, im Theater noch nie gab. Man kann, wir haben dort verschiedene Räume, die man durchwandert. Eine Küche, ein Bad, ein Musikzimmer, eine Redaktion und ein Sanatorium, also ein Lazarett. Mhm. Was natürlich im Stück Erster Weltkrieg vorkommt und mit 50 Betten. Und nicht nur, dass darin gespielt wird, das Zuschauer, das Publikum kann sich eines von diesen Betten aussuchen oder wird durch Krankenschwestern ihm zugewiesen und dann kann es dort in den Betten liegen und auch schlafen. Okay. Sonst schlaft man ja im Theater nur, wenn es fad ist. Und bei uns kann man wirklich sich dort eine Ruhezeit nehmen. Man kann etwas, man kann eine Suppe bekommen, man kann etwas essen. Es kann auch eine Krankenschwester gerufen werden, die setzt sich dann zu einem und liest aus dem Stück einem vor. Also wenn man das ganze Spektakel ein bisschen konzentrierter genießen will. Man kann aber auch sagen, nein, jetzt gehen wir ganz weg. Ich habe das irgendwie schon, mir ist das alles schon zu viel. Dann kann man sich umdrehen und kann dort schlafen. Ach so. Und das ist natürlich der nackte Luxus. Na klar. Sag, hast du vor, das jemals das ganze Stück zu spielen? Naja, es ist für nächstes Jahr geplant, vorsichtig. Heuer fangen wir an, mit sicherlich mehr als der Hälfte der Szenen. Also es wird schon eine Menge sein. Ja, ja. Und beim nächsten Jahr könnte man diesen olympischen Gedanken in Angriff nehmen, vorausgesetzt, die kulturfaule Politik, die uns heuer, man höre und staune, gar nichts gibt. Weder das Land, noch die Stadt, noch die Bundespolitik. Ich stemme dieses Unternehmen ausschließlich aus eigenen Geldern. Möchte nur sagen, danke vielmals, liebe ÖVP. Man sieht schon, die Kulturpolitik schlägt schon zu. Es dürfen nur mehr die Schöngeister und die Braven etwas bekommen. Die schlimmen Buben kriegen nichts mehr. Es war der Bröll, hat das noch zugesagt. Ja, der Erwin Bröll, der Onkel Erwin, war ein fantastischer Bursche. Ein aufgeklärter Absolutist, also sozusagen die Vorstufe zum Diktator. Das macht aber nichts, weil es muss ja ein Politiker Entscheidungen treffen und seine Handschrift hinterlassen und sich nicht immer hinter irgendwelchen Kommissionen und pseudodemokratischen Entscheidungen verschanzen. Der hat was in die Hand genommen, 2 Wochen später hast du die Zu- oder Absage gehabt und dann ist das gepickt, dann hat das hat die Handschlagqualität. Ja, der fehlt. Ja, sicher. Der Brief der 60 Burgtheaterbediensteten, die angeklagt haben, dass der Matthias Hartmann vor 15 Jahren einen ordinären Witz erzählt hat und jemanden auf den Popo geklopft hat, ist das nicht ein bisschen deppert? Naja, der war deppert, weiß ich nicht, der war höchst überflüssig. Noch dazu traten da Leute in Erscheinung, deren Namen ich nicht einmal kenne vom Burgtheater. Ich kann sie jetzt gar nicht wiederholen. Die aber dann mehrseitige Interviews gegeben haben. Ja, das war überflüssig, noch dazu noch so langer Zeit. Das sah ein bisschen aus wie eine Trittbrettfahrerei. Der Hartmann war wirklich ein Arschloch, ich kenne ihn schon. Also es hat keinen Falschen getroffen. Aber sich jetzt dieser Debatte so populistisch hinzugeben, fand ich grundfalsch. Mhm. Aber die Debatte selbst, um mich nicht misszuverstehen, ist die wichtigste sexuelle Bewegung seit den 60er Jahren. Ja, aber das erstaunt mich die ganze Zeit. Das hast du mir schon einmal gesagt, aber entgleist es nicht total? Weil irgendein Trottel der Prinzessin Victoria auf den Popo geklopft hat, wird der Nobelpreis ausgesetzt. Schauen Sie. Die Männer haben jetzt seit, weiß ich nicht, 3500 Jahren die Welt ruiniert und verpestet. Jetzt bin ich der Meinung, jetzt sind einmal die nächsten 3500 Jahre die Frauen dran. Erwischt ein paar falsche
soll mir recht sein, solange ich nicht drunter bin. Sag einmal, du hast aber schon eine Tendenz zur Gratwanderung, zum Höllenritt zwischen Triumph und Absturz. Weil das Stemmen, bitte, das Riesending aus eigenen Mitteln. Jetzt hast du gerade mit Mühe abgewendet, problematische finanzielle Verhältnisse. Ich habe so wahnsinnig viel Geld. Wie magst du das? Woher nimmst du das? Ich bin ein teurer Schauspieler und das ist ja alles. Wenn ich Schauspieler verdiene, ich so viel Geld, das kann ich dann in die freien Projekte stecken. So. Die Bank ruft mich schon an und sagt, Herr Manke, wir wissen nicht, was wir mit dem Geld machen sollen, schicken Sie uns immer nicht so viel. Wir wissen nicht, wohin damit. Ja. Nein, da braucht man sich keine Sorge machen. Aber die Kulturpolitik hätte schon die Verpflichtung, einen solchen Mount Everest des künstlerischen Ehrgeizes mitzufinanzieren, muss ich schon sagen. Mhm. Dass man sagt, naja, wenigstens ein bisschen was. Sie geben aber nicht ein bisschen was, sondern gar nichts. Ja. Ja? Die Frau, wie heißt sie? Mikl Leitner, die Kasperlfigur, ja. In St. Pölten. Na gut, die haben jetzt das Sagen, okay. Na, kann es passieren, dass du krauchen gehst mit dem ganzen Ding? Nicht mehr, wir sind schon zu 2/3 ausverkauft. Oha. Kann nichts mehr passieren. Kompliment. Ja. Ich gehe ja umsonst rein, weil ich Kritik... Bei mir nicht. Ui. Nein, bei mir zahlen die Kritiker doppelt. Was kostet denn das der doppelte Eintritt? 145 kostet die normale Karte. Jetzt werden Sie sagen, das ist viel. Sie bekommen aber dafür die gesamte Konsumation, den ganzen Abend an verschiedenen... Sie können Abendessen, Sie können alle Getränke, Sie kriegen Kaffee, der gesponsert ist natürlich von Hausbrand. Das ist alles, Sie können den ganzen Abend dort kulinarisch, künstlerisch, schlafend und, das ist ganz interessant, QR-Codes, das sind diese quadratischen Strichcodes, die wird es in jeder Szene, in jedem Raum geben, sodass Sie, wenn Sie ein bisschen Hintergrundmaterial, das Buch, wo haben Sie es denn hingegeben? Ein Buch, aber keine Ahnung, welches. Na, über das Ding. Hab ich doch geschickt dem Redakteur, dem Komiker. Hast du das da? Da, zwei. Ja, also, dann legen da ist gleich es eins. Der hat das gar nicht hergegeben, der Bär. Jetzt liegt es. Aber sag. Schau, die letzten Tage der Menschheit. Zwei Bände. Und zu jeder Szene gibt es Material. Gibt es Bildmaterial, Hintergrundmaterial. Das ist es im Buch. Ja? Ja, so. Ja. Und da, wenn du mit dem iPhone über diesen Code gehst, im Zimmer, wo es spielt, dann erscheint das am iPhone und da kannst du dir das, der Karl Kraus, der seine Fackel verkauft, und dann kann man während dem Stück dieses iPhone im Einsatz haben und sich Hintergrundinformationen holen, während das spielt. Na, und der 60er hat ein kleines Bedenken ausgelöst, möglicherweise, eine kleine Sorge über die Endlichkeit des Daseins oder sowas? Nein, ich verschwende natürlich keinen Gedanken an den Tod, noch dazu mit einer jungen Frau, die mich fordert, die mich in den Himmel... Und so weiter. Alles klar, das ist so bewegend. Kann es sein, dass du vielleicht etwas milder geworden bist mit dem... Bin ich nicht. Das ist ein Gerücht und ich verbitte mir, dass sie das jetzt hier ausstrahlen. So. Ich bin so unausstellig und unberechenbar wie früher. Es ist nur ein bisschen anstrengender geworden als mit 20 oder 25, weil die Leute dann natürlich tendieren zu sagen, jetzt ist er mild, jetzt wird er schon alt, jetzt ist er nicht mehr wie früher. Also man muss sich sehr zusammenreißen, um den schlechten Ruf wirklich aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, es gelingt mir noch, auch mit dieser Sendung natürlich. Wir tun unser Bestes. Du. Gut, super. Als Regisseur bist du ein Ungustel als Regisseur? Nicht die Bohne, überhaupt nicht. Nein, da hat man ja eine Verantwortung für eine ganze Menge hochsensibler Leute. Ich bin ja selber Schauspieler, ich weiß das, was es heißt. Das Einzige, was ich tue, wenn ich erkenne bei einem Schauspieler, er kann 2 Meter springen, sprichwörtlich jetzt, und er springt nur 1,50, werde ich nicht ruhen, bis er die 2 Meter überquert hat. Wenn ich aber sehe, er kann nur 1,20, werde ich ihn nicht quälen. Und die Ergebnisse meiner Regiearbeiten beweisen das. Bleibt da, wir holen die Nächsten. Jetzt kommt eine fesche Kollegin, eine sehr hübsche, sehr schöne sogar. Die kommt nachher erst. Ja, aber die kommt ja. Ja, nachher. Was ja in dieser Sendung nicht schlecht ist, weil da treten immer so viel Grammeln auf. Wirklich? Ja. Wollen wir jetzt aber nicht Namen nennen? Lieber nicht, nein. Außerdem, jetzt kommt... Kann man im Insert machen dann. Jetzt kommt der Gerichtspsychiater. Gut. Vorsicht, ja. Jetzt müssen wir uns beide zusammen. Okay, weil man es zusammen weiß. Ja. Gut. Dieter Schmäler gab zu Karrierebeginn den Masseur in einem Soft-Porno-Streifen. Er war Sport- und Seitenblicke-Reporter, Dancing-Star. Und angesichts dieser Biografie kann er uns in seinem Kabarettprogramm leicht fragen, wissen Sie nicht, wer ich war? Zuletzt machte er seine einstige Spielsucht offenbar. Und deshalb haben wir Expertise organisiert. Das Standardwerk »Nie mehr süchtig sein« von Reinhard Haller ist kürzlich in aktualisierter
Form erschienen. Der Vorarlberger Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe war Drogenbeauftragter. Er lehrte in Innsbruck und ist ein großer Verbrechensanalytiker. Ein Doppelporträt zu Beginn. Er ist Österreichs bekanntester Gerichtspsychiater, Reinhard Haller. Das Böse in Kombination mit Kriminalität hat den Vorarlberger immer schon fasziniert. Ich habe keine Zeit, in der Nacht Thriller zu schauen, also habe ich diesen Beruf gewählt, meint er. Bei rund 1000 Prozessen war er dabei. 400 Mördern ist er gegenübergesessen. Zu den spektakulärsten Fällen zählen jene von Franz Fuchs, Jack Unterweger oder Josef Fritzl. Haller ist es aber vor allem breitenwirksam gelungen, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren. Die Suchtforschung war ein Schwerpunkt seiner Arbeit. 34 Jahre stand er dem Krankenhaus Maria Ebene vor. Seit Jahresbeginn ist Haller in Pension und hat nun noch mehr Zeit, Bestseller wie Die Macht der Kränkung oder Nie mehr süchtig sein zu schreiben. Vor 40 Jahren gab es für Journalisten nur drei Drogen, meint Dieter Schmähler. Koffein, Nikotin und Schreibmaschinen. Seine wichtigste Droge ist aber wohl die Pointe. Vom Sportjournalismus zog es ihn bald zur Society. Mit spitzer Feder und Zunge kommentiert der 60-Jährige die Untiefen der österreichischen Gesellschaft wie kein Zweiter. Aktuell für den Kurier. Er war Moderator, schrieb Gags für Herzblatt, Kabarettprogramme und stand auch selbst auf der Bühne, etwa mit Alfons Haider. Als wandelndes Lexikon und um keinen Sprachwitz verlegen, spricht Schmähler in seinem ersten Solo-Kabarett aber auch über ernste Themen, wie seine Spielsucht. Jetzt möchte ich eine Karriere als Mensch machen, sagt er. Und als solchen begrüßen wir Dieter Schmähler gemeinsam mit Reinhard Haller bei Erlesen. Herzlich willkommen. Willkommen und willkommen. Womit darf ich denn laben? Darf es ein Rotwein sein? Ich möchte unbedingt Rivella probieren. Ich habe das noch nie getrunken. Ist ein Jahrgangs Rivella, oder? Was darf denn sein? Ich auch Rivella, Schweizer Nachbar. Das ist ja schrecklich. Was habe ich denn da für Leid? Sie kennen das, Rivella? Ja, ja, das dort so was ganz Schadnerbombe oder Leichen. So. Na, bitteschön, Herr Schaufer. Also bei uns ist es nichts ganz Exotisches. Verstehe. Was hast du getrunken? Bin ich gar nicht gefragt. Ja, habe ich gefragt. Du wolltest nichts. Nicht mehr jetzt hinterrücks was unterstellen nachträglich. So. Schau, da hast du mal. Danke dir. Bitte, Doktor. Jetzt, was wollte man denn fragen? Herr Doktor, die Macht der Kränkung manifestiert sich, weil wir haben gerade darüber geredet, manifestiert sich diese Macht auch in der MeToo-Debatte? Und wieso schwelt sowas so lang, bis nach 15 Jahren plötzlich was explodiert? Das Wesen der Kränkung ist, dass es subjektiv gesehen sehr wichtige Dinge sind, objektiv aber Kleinigkeiten. Kränkungen werden verdrängt, man schämt sich ihrer, sie werden tabuisiert, man spricht nicht darüber. Man denkt sich, das ist etwas für Warmduscher und für ich will jetzt nicht sagen für alte Frauen, das wäre auch schon wieder MeToo-Debatte, aber für Weicheier oder dergleichen. Und in Wirklichkeit können sie aber lebensbestimmend sein. Kränkungen sind eine psychologische Großmacht, die sozusagen wühlt vor sich hin, über Jahre hinweg sich als Prozess entwickelt und dann irgendwann einmal zum Durchbruch kommt. Und ich glaube schon, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, es ist die Ursache vieler psychischer Probleme, beispielsweise von depressiven Erschöpfungszuständen, Burnout, von psychosomatischen Leiden, von Suchterkrankungen vor allem. Aber es gibt in der Medizin nicht einmal einen Begriff dafür, nicht einmal eine Definition, nicht eine Diagnose, die Kränkung lautet. Und das, denke ich mir, ist das Problem auch in der MeToo-Debatte, dass es Dinge sind, die man sich gar nicht getraut hat, die es einem nicht wert waren, sie zur Sprache zu bringen, die aber bei den betroffenen Personen eine sehr, sehr anhaltende Wirkung gehabt haben und jetzt in einem großen Affektstau sozusagen zum Durchbruch kommen.
Das heißt, das kann man auch objektivieren. Auch wenn man sagen würde, da ist eigentlich eh nichts gewesen, subjektiv ist diese Person schwerst beschädigt worden. Kann das sein? So ist es. Es gibt in der Chaostheorie dieses Bild des Falters in Amazonien, dessen Flügelschlag ein paar Wochen später einen Wirbelsturm in Texas auslöst. Oder es gibt dieses Bild des Eiterprozesses, von dem man nach außen gar nichts sieht. Der spielt sich unter der Tuchhand, unter der scheinbar gesunden Haut ab. Aber innerlich ist es eine zerstörerische Kraft, die über lange Zeit hinweg wirkt. Und ich denke, das ist gerade bei jungen Menschen ein riesiges Problem. Die jungen Menschen verwenden ja besonders gern dieses Wort cool, 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 alles ist cool. Das heißt, ich habe Pokerface, ich stehe über den Dingen, aber innerlich sind sie unglaublich verletzlich. Und man hat beispielsweise bei Schulamokläufern festgestellt, es gibt hier nur zwei durchgängige Muster, weltweit etwa 280 Fälle, dass ein junger Mensch die Waffe seines Vaters holt, an die Schule fährt und dort ein Massaker anrichtet. Die haben alle keine großen psychischen Probleme. Die haben alle, einerseits sind sie vertraut im Umgang mit der Waffe, das müssen sie natürlich sein, und das Zweite ist, sie sind gekränkt. Und in einem der großen Amokfälle in Deutschland beispielsweise hat der Täter, ein 18-jähriger junger Mann, der überlebt hat ausnahmsweise, wie man ihn nach seinem Motiv gefragt hat, hat er gesagt, es kommt jetzt überhaupt nichts Sensationelles, also die Zuschauer sollen ruhig sitzen bleiben, hat er gesagt, vor 7 Jahren haben wir eine Klassenfahrt nach Rom gemacht und da wollte keiner mit mir ins Doppelzimmer. Verstehen Sie? Etwas, um also sagen würde, das ist nichts, das hat jeder von uns allen schon in irgendeiner Form mitgemacht, aber in diesem Mann hat es einen Zweifel ausgelöst, mich mag man nicht, es ist ungerecht. Und warum fahren die an die Schule? Natürlich, weil die Schule in diesem Lebensalter zwangsläufig der Ort der meisten Kränkungen ist. Und so glaube ich also schon, dass Kränkungen als eine psychologische Großmacht sind, die sehr viel anrichtet, die aber in der Therapie, in der Medizin, in der Psychiatrie keinen Platz hat. Dieter, du hast eine Kolumne, eine Gesellschaftskolumne im Kurier. Neigst du zum Kränken? Ich frage mich, ist es nicht beinahe Menschenpflicht, zum Beispiel in Lugner zu kränken? Ja, der kränkt sich am meisten selber, muss ich sagen. Ach so, ja, ja. Darf ich noch was sagen, bevor ich anfange zu reden? Ja, bitte. Berühmter deutscher Sportreporter, das haben wir gesagt. Ich fühle mich, ich will dich nicht in mein Elend mit hineinziehen, lieber Paulus, aber ich fühle mich, wenn ich da lausche, eigentlich zu Recht auf einer Couch. Ich glaube ja, er spricht auch ganz deutlich über uns. Ja, leg dich her. Naja, brauch gar nicht legen. Ich muss es aufrecht hinnehmen, weil, hilf mir geschwind, ob ich da jetzt vollkommen daneben liege. Ich merke mir Kränkungen über 10, 15, 20 Jahre. Ich merke mir Kränkungen aus der Kindheit. Das ist so faszinierend eigentlich wie jetzt ruhig sein. Das wollen auch wahrscheinlich die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen, dass das passiert. Und ihnen nur weiter zuhören. Es ist unfassbar. Genau was das in mir bewegt, Gott sei Dank, keine Waffen zu Hause und auch keine Intention, in die Schule zu fahren. Aber wie viele Kränkungen merkst du dir, Paulus? Du merkst dir doch genauso viele Kränkungen. Ich habe erlebt, wie du als Regisseur oft gewütet hast, wenn dich was gekränkt hat. Ich war selber einmal in einer kleinen Statistenrolle und ich habe gemerkt, du kannst unendlich wüten, wenn du dich gekränkt fühlst. Ich bin nachtragend wie ein Elefant. Über 30, 35 Jahre warte ich auf den Zeitpunkt, und das sei allen gesagt, die mir Böses wollen. Mit dem Mittelfinger. Noch, ja, das sei allen gesagt, die mir Böses wollen. Es kommt der Tag der Rache. In welche Schule bist du denn gegangen? In katholische natürlich. Aber die evakuieren alle. Wo glaubst du, wo man den Knoller her hat? Natürlich von den Katholen. Das ist ein reiches 2000 Reservoir. 2000 Jahre Intrige. Ein Reservoir an Fantasie und an psychischen Beschädigungen ist die Kirche. Na, und wie heißt das? Ich war sogar Ministrant, ja. Und war schön. Greifen und alles. Wirklich? Richtig? Na gut, das ist ja ein Geheimbund an verbrecherischer Homosexualität, die katholische Kirche. Das weiß man ja mittlerweile. Ja, ja. Die Missbrauchsfälle gehen ja in die Tausenden. Das ist ja nicht das Schlimme. Nicht das ganz Schlimme. Das ganz Schlimme ist ja die Initiative des Unter-den-Tisch-Kehrens, wie sie dann damit umgehen, wenn es ans Tageslicht kommt. Das ist ja, wir sind Verdrängungsweltmeister, hat der Ringel gesagt. Ja. Und auch er wurde gekränkt. Ich durfte da mal Zeuge sein. Da war ich ein ganz frisch gefangter Junge wie der Oskar Werner und der Erwin Ringel einander in einem eskalierenden Streit angeschrien haben. Und bis der Oskar Werner aufgesprungen ist, etwas, was dem Ringel versagt bleiben musste natürlich. Und er hat den folgenden Satz gesagt: Schweigen Sie! Ihr Beruf ist es zuzuhören, meiner ist es zu reden.
Das, wenn ich in deine grausam verengten asiatischen Seeschlitze blicke, weiß ich, was du für ein Potenzial an Aggression und an Kränkung und an Demütigung auch an andere weitergeben kannst. Ich glaube, das ist der Grund, warum du Regisseur geworden bist. Und es ist auch der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Und vielleicht auch du, warum du Moderator geworden bist. Jetzt mache ich Hobbypsychologisieren, das steht mir gar nicht zu. Aber wir wollen alle wahrgenommen werden, oder? Ist das so, Herr Doktor? Ich glaube schon, dass man sagen kann, in Abwandlung eines Wortes von Paul Watzlawick, ja, man kann nicht nicht kränken und man kann nicht nicht gekränkt sein. Jeder Mensch hat seine Kränkung. Und alle unsere Zuschauer, wenn ich sie fragen würde, gibt es eine große Kränkung in ihrem Leben, dann werden sie sagen, ja, wenn er ehrlich ist. Und man kann genauso nicht, nicht kränken, oft geschieht das unbewusst. Mich hat einmal ein Mann nach einem Vortrag in der Steiermark gefragt, wissen Sie, was meine größte Kränkung ist? Nein, gedepperter Vorarlberger Dialekt. Das war mir bis dahin nicht so bewusst. Aber ich denke schon, dass es oft so ist, dass man andere Menschen kränkt, ohne dass man das vielleicht will. Manchmal macht man es natürlich mit böser Absicht. Aber letztlich, psychologisch gesehen, steckt dahinter natürlich immer diese Angst, nicht geliebt zu werden. Also Kränkungen sind einfach nachhaltige Erschütterungen des innersten Ich um meiner Wertewelt. Und dahinter steckt diese Furcht, ich werde verlassen, ich werde nicht geliebt oder ich bekomme keine Positivresonanz. Also denken wir an unseren ersten oder letzten Liebeskummer. Das Kränkende dabei ist ja, dass man keine Resonanz bekommt. Oder denken wir an einen jungen Schriftsteller, der das Herzblut seines Lebens in so ein Buch hineinschreibt und einen Jahrhundertroman auf den Markt bringen will. Und er schickt dann 40 Verlage und bekommt nicht einmal eine Antwort, weil man es gleich wegschmeißt. Das sind Kränkungen. Neutralisieren. Ne? Du hast den Dr. Haller gespielt, ist das richtig? Ja. In einem Film über den Jack Unterweger letztes Jahr von Elisabeth Scharan kamen Sie vor. Und ich hatte die Freude und Ehre. Ja, die Rolle war ein bisschen ein Wurzen. Also Wurzen heißt nicht sehr dankbar. Aber jetzt sehe ich, was ich natürlich versäumt habe in meinem Gestaltungswillen. Vor allem den Dialekt habe ich weglassen müssen. Ja, ja, ein Psychiater ist natürlich ein bedrohlicher Beruf. Der Dialog nimmt der Autorität. Das sieht man ja nicht, wenn man ihre Bücher und so liest. Da hört man den Dialekt, gibt es ja nicht als Hörbuch. Herr Doktor, interessante Sachen. Sie sagen, 90% der Menschen sind auf eine bestimmte Art süchtig. Auf was sind Sie denn süchtig? Oder gehören Sie zu den 10%? Nein, leider nicht. Aber es muss natürlich dazu sagen, es sind ja nicht alle Süchte schlecht. Es gibt ja durchaus auch positive Süchte, also so zugespitzte Gewohnheiten. Und beispielsweise, wenn jemand Joker-süchtig ist, also das berühmte Joker-High-Sucht und Ähnliches, dann ist das natürlich keine gefährliche Sucht. Wenn jemand arbeitssüchtig ist, bekommt man in meinem Bundesland einen Orden umgehängt, möglicherweise auch einen Herzinfarkt vorzeitig, ja, das mag sein. Aber also die Süchte, die im Leben vorhanden sind, glaube ich schon, dass jeder seine Anteile hat. Ich selbst, um es konkret zu beantworten, also ich habe Entzugserscheinungen, wenn ich nicht Teletext lesen kann. Aha. Ja, also bekomme ich nie so ganz genug. Du würdest gerne meine eintauschen, ja, gegen diese Sucht. Eine Spielsucht hat mich geplagt und ich bin ein trockener Spieler heute. Mhm. Also ich habe eine fast dreimonatige stationäre Therapie hinter mir. Das andere gilt hier als Folklore. Also wenn man trinkt... Was war Roulette oder Karten? Alles. Zum Schluss habe ich mit dem letzten Geld, das ich im Sack gehabt habe, habe ich gewettet mit jemandem um 4 in der Früh oder 5 in der Früh, wer bei der nächsten Ampel stehen bleibt, welche letzte Zahl ist die Grot oder Ungrot von der Ding. Also es war extrem. Und ich bin unendlich dankbar, dass das ein Kapitel ist von gestern. Aber ich weiß, dass es in mir noch immer wohnt. Und ich erhoffe mir Aufschluss. Irgendwer hat mir einmal so küchenpsychologisch gesagt, geizige Väter kriegen spielsüchtige, machen spielsüchtige Söhne. Das ist natürlich sehr vereinfacht. Ich erhoffe mir Aufschluss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das der einzige Grund ist. Ich hatte einen sehr geizigen Vater. Na, Sucht kann man natürlich immer nur erklären durch verschiedene Ursachen. Es gibt nicht die Ursache und den einen Grund, damit man süchtig wird. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes einfältig, wenn man so als Therapeut argumentieren würde. Es ist eine bestimmte Veranlagung möglicherweise hier. Der entscheidende Punkt bei der Spielsucht ist wahrscheinlich diese Suche nach der Angst-Lust-Spannung. Das erregt uns sehr stark.
stark. Dieser Wechsel, dieses Nebeneinander, fällt die Kugel auf schwarz oder auf rot, also zwischen Angst, ich verliere, und Lust, ich gewinne. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, was hier dahinter ist. Natürlich auch die Verfügbarkeit, die Griffnähe, die wir heute haben. Früher war das Spiel noch ein Stück weit kultiviert, also ich musste Krawatte umlegen und Kreditkarte vorweisen. Hat schon überall die Automaten. Genau. Ja, eben nicht, jetzt nehmen Sie da die Spülautomaten an. Ja, Weg. Gott sei Dank nicht mehr mir, aber so, ich sage nur, ja, weil manche Menschen zu Recht gesagt haben, bist du deppert, wie kann man so deppert sein, sich da hinstellen und das nicht spielen. Links von mir war der Oberarzt, ich sage von Wilhelminenspital, du kennst den immer mehr, und dessen Pager hat öfter gepiepst als der Automat. Rechts von mir ist gestanden eine Philharmoniker mit dem weißen Marschall, direkt kommen vom Auftritt, damit er ja zum Automaten. Und da sind wir stundenlang im Espresso-Bauchstich, sage ich jetzt einmal, weil ich das ja so heil, ich sage das ja vereinfachend und launig. Aber dort Stunden und Stunden zu stehen davor. Ich gehe aufrecht, ich spreche ganze Sätze, aber da bist du ein intellektueller Volltrottel, da hängst du so an der Nadel. Ja, deswegen, verzeihung den einen Satz nur noch, deswegen halte ich es nicht aus, wenn jemand, der einmal anständig galt, plötzlich zu einem Spielautomatenunternehmen wechselt und dort noch dazu das Fach Responsibility übernimmt. Das gibt es nicht beim Spielen Responsibility. Das ist Glawischi-Waschi. Sag den Namen. Ja, ich hab's Glawischi-Waschi. Eva Glawischnik, die Leute gehören an den Pranger. Das ist auch eine Kränkung natürlich, weil das war deine Eingangsfrage. Mit Glossen kränkt man natürlich, da bist du auch ein Weltmeister. Ja, ich tue mir ja, reden, ja, also. Ja, nein, du bist ein Vize-Bezirksmeister. Gut, weißt du was, das ist derartig bedrückend. Ich glaube, wir holen eine wunderbare Dame noch dazu. Da benehmen wir uns besser. Da müssen wir noch deprimierter werden. Dass das ein bisschen ein Gesicht kriegt, ein Leuchten. Ja, okay. Meine Damen und Herren, Editha Malowczyc absolvierte eine katholische Privatschule. Eine exzentrische Lebensentwicklung schien also garantiert und Temperament kann man ohnehin nicht kaufen. So erlebt man die Wienerin als Musikerin Madita. Im Vorjahr zollte sie Falco-Tribut beim Wiener Donauinselfest, das übrigens ORF 3 auch heuer, 22. bis 24. Juni, live überträgt. Andererseits aber auch als Schauspielerin von Rang, die bevorzugt im Kriminalsegment besetzt wird. Literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Editha Malowczyc. Frau Malowczyc, ein Traumsonntag. Wie sieht der aus für Sie? Naja, es muss einmal die Sonne scheinen. Also ich brauche viel Licht. Die Vögel müssen zwitschern. Es muss Frühling sein, glaube ich. Ja, und der Wecker darf nicht läuten. Dann ist einmal schon ein guter Start. Und wenn der Start gut ist, dann ist meistens auch der Tag gut. Was lieben Sie an sich? Ich glaube, im Endeffekt ist es auch etwas, was vielleicht manche Leute auch als anstrengend empfinden. Das ist mein Feuer, dass ich habe, diese Lebensenergie, dieses Stehauf-Männchen, das ich dann doch bin. Also es gibt oft so Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht keine Kraft mehr. Aber im Endeffekt hat sie mich noch nie verlassen und das finde ich eigentlich ganz gut an mir. Worauf sind Sie stolz? Auf meinen Sohn bin ich wahnsinnig stolz. Also da sieht man, dass man vielleicht doch nicht alles falsch gemacht hat. Haben Sie oft ein schlechtes Gewissen? Oh ja, täglich, täglich. Also eben, wenn mein Sohn zum Beispiel sagt, Mama, ich habe Hunger, und ich mir denke, oh Gott, ja, nicht schon wieder kochen, dann habe ich ein schlechtes Gewissen zum Beispiel. Goschert sein oder Zurückhaltung üben, was ist mehr Ihres? Naja, goschert sein bin ich von Natur aus, also muss ich Zurückhaltung üben. Und ich muss sagen, je älter ich werde, desto besser gelingt mir das. Ist die Liebe so etwas in Ihrem Leben, das Sie nicht missen möchten? Na, ohne Liebe kann man nicht leben. Also ich glaube, die Liebe ist einer der größten Motoren in unserem Leben. Und ja, also Liebe kann extrem viel Kraft geben, beflügeln, aber natürlich auch das andere. Gibt es etwas, das Sie gerne ändern würden an sich? Ja, vielleicht weniger weiße Haare. Das ist so viel Arbeit irgendwie. Ich meine, ich habe jetzt beschlossen, ich lasse die jetzt mal weiß werden und dann schauen wir weiter. Dann entlasse ich Sie als wunderschöne Frau zu Herrn Sichlowski. Vielen Dank. Dankeschön, ebenso. Hallo, servus, dass du da bist. Freut mich sehr. Was trinkst du denn?
Ich bleib mal beim Wasser. Wirklich? Glaube ich, damit ich. Lauter Menschen, die Wasser predigen und Wasser trinken, das macht man schon direkt zu. Ja, ist jetzt ein bisschen suspekt, gell? Ja, das stimmt das nicht. Sag einmal, du hast einmal einem Kollegen von mir in einem Interview gesagt, Männer hätten Angst vor dir. Ich fürchte mich persönlich weniger. Ich bin sehr charmiert, dass du hier bist. Aber hat dich das davor bewahrt, dass du in MeToo-Angelegenheiten Grund zur Klage hattest? Mit anderen Worten, ist man dir schon nahe getreten? Also jetzt mal zu diesem Männer haben Angst vor mir. Ich meine, das ist natürlich nicht durch mich entstanden, sondern eher durch Aussagen, die Männer mir gegenüber getätigt haben. Also dass durch mein bestimmtes Auftreten oder die Art und Weise, wie ich meine Meinung äußere, dass sie mit einer Überzeugung manchmal, die sie dann vielleicht in ihrer Männlichkeit eventuell in Frage stellt oder die sie als männliche Attribute wahrnehmen. Also keine Ahnung, für mich ist das natürlich alles legitim, sich als Frau so zu fühlen natürlich, ja. Und bewahrt werden vor dieser MeToo. Ich meine, es ist die Frage, ist man schwach oder stark in so einer Situation, wenn man da irgendwie betroffen ist davon? Ich würde mich nicht da weder auf die eine oder andere Seite stellen. Ich weigere mich eigentlich, diese Frauen als schwach zu bezeichnen, die in solche Situationen geraten. Es sind oft Lebensumstände, die das mit sich bringen. Also sind auch traumatische Erlebnisse, wo man ganz oft überfordert ist, auch mit der Situation und da nicht richtig vielleicht auch reagieren kann. Oder auch diese ganzen reflexartigen Reaktionen, die der Körper in Stresssituationen ja von sich gibt, außer Gefecht gesetzt sind. Also man muss sich ja auch irgendwie einen Weg erst erdenken, durchdenken, bis man ihn vielleicht auch sieht manchmal. Und MeToo, finde ich, ist einfach ein wichtiger Hashtag, weil er eben Frauen, die vielleicht in dieser Situation waren, eine Stimme gibt. Und umso schöner ist es, wenn Frauen, die sich halt da in dieser Position vielleicht nicht bedroht gefühlt haben, dann für diese Frauen einstehen. Ja. Sag jetzt, bist du eine dieser wunderbaren österreichischen Mischkulanzen? Das ist ja, daraus entsteht Kreativität. Dankeschön. Immer. Ja, das ist na ja, so ist es. Serbische Eltern, Mutter katholisch, der Papa Moslem. Orthodox. Orthodox? Serbisch-orthodox. Also, genau. Ja, ja. Ja. Na, ich bin in katholische Privatschulen gegangen. Also, das war so ein Mittel meiner Mutter, mich besonders gut zu integrieren hier in diese Breitengrade. Und auch um ein bisschen vielleicht Diskriminierung vorzubeugen und so. Und ich meine, ich muss auch sagen, ich habe das wirklich erfahren. Also man kann jetzt von der katholischen Kirche halten, was man will. Mich hat es nicht gebrochen, in diesem System zu sein. Im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, ich bekomme dort gewisse Werte vermittelt, die vielleicht heute flöten gehen. Also ich meine, ich habe selber einen Sohn, der 15 ist. Ich hatte Erfahrung gesammelt, dass in öffentlichen Schulen, wenn man ohne Bekenntnis ist, kein Recht auf Ethikunterricht hat. Das finde ich einfach schade. Und das ist halt einfach eine Plattform, wo man zumindest die Möglichkeit auf eine Form von einer Sichtweise kriegt, die, glaube ich, in einem menschlichen Sinne schon okay ist. Und der muslimische Papa hat das mit Gelassenheit geduldet? Der muslimische Papa hat da nichts zu sagen gehabt. Meine Mutter hat sich von ihm recht früh getrennt. Also ich war da so knapp 1,5 Jahre. Das heißt, mit dem bin ich nicht so richtig in Berührung gekommen. Aber natürlich gab es so Momente, wo ich mit 16 ihn getroffen habe und er mich gefragt hat, so, wann kommt die Heirat und so. Also ich meine, das habe ich jetzt nie so wirklich als Angriff gesehen. Ich habe mich da immer sehr frei gefühlt und auch nicht gefangen durch diesen muslimischen Vater. Also nur deshalb, weil er mein Vater ist. Erstens einmal, wie gehst du mit Kränkungen um? Und zweitens, bist du auch süchtig nach was? Wir haben ja gehört, natürlich. Ich glaube, es gibt auf was bist denn du süchtig? Naja, ich möchte jetzt nicht alle meine Süchte hier ausbreiten, aber es gibt ein paar, die ich sehr wohl in der Öffentlichkeit auf jeden Fall betiteln kann. Sag, also eine wichtige Sucht ist, ich bin süchtig nach Flow. Es gibt diesen Zustand der Konzentration, den sicher jeder von uns hier kennt, wo man so hineinkippt in das, was man gerade tut, dass man sozusagen Raum und Zeit vergisst. Und das ist so ein meditativer Zustand und nach dem bin ich wahnsinnig süchtig. Also das erreiche ich beim Laufen, das erreiche ich beim Schauspiel manchmal. Aha. Selten, aber doch gibt es so Momente, das erreiche ich ganz, 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 ganz oft mit der Musik.
und auch also in meinen kreativen Prozessen, die ich da irgendwie so mit mir veranstalte. Ja. Wenn ich nur noch sagen darf, ich glaube, bei der Diskussion über die Sucht vergisst man immer eines, die wichtigste Sucht und mit Abstand die häufigste, von der niemand verschont ist, auch ich natürlich nicht, ist schon die Selbstsucht. Die erhalte, also halt nennt man es Narzissmus, aber ein gesellschaftliches Ideal geworden ist. Und man sieht ja, jemand, der das also vorexerziert und überzeugender Art und Weise, der wird zum Präsidenten gewählt. Also die Selbstsucht hat halt ein hohes Ansehen und ist aber auch in hohem Maße in unserer Gesellschaft präsent. Und die Gefallsucht ist eine kleine Schwester oder ein kleiner Bruder davon, nicht? Ja, ja. Die Gefallsucht, warum weiß ich das so genau? Aber ihr habt doch vorhin von Kränkung und so gesprochen, was die letzte Kränkung. Und ich finde, so, also, weil ich so nachgedacht habe, falls mir die Frage gestellt wird. Sie ist und sie mitgestellt. Die letzte Kränkung, die ich also so erlebt habe, habe ich mir selber zugeführt. Also, was hast du gemacht? Naja, es ist so der tägliche Umgang mit einem selbst oder wir Frauen in unserer Liebe zu uns selbst, also in dieser Bewertung jeden Tag, die man sich so selber ausliefert und stellt. Ist das gut genug? Ist das schön genug? Hat man gut genug reagiert? Hat man richtig gedacht? Und so weiter und so fort. Also da gibt es halt ganz oft einen nicht so liebevollen Umgang, den man mit sich selbst halt so hat. Und da bin ich auch daran zu arbeiten, dass ich mich da positiv begleite. Was hast du dir denn konkret angetan zuletzt? Na, konkret. Also ich meine, es ist ja eigentlich nicht negativ, weil es hat einen positiven Effekt, und zwar, dass ich Sport betreibe. Aber zum Beispiel stand das letzte Mal vor dem Spiegel und habe mich halt bewertet, so, okay, ist das jetzt so, wie du dir vorstellst oder nicht? Und da gab es halt so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, das ist verbesserungswürdig. Und dann denke ich mir wieder, okay, ich meine, man muss ja das große Ganze sehen. Und worum geht's im Leben? Was bringt dir das alles, wenn du nicht gesund bist und so? Also das sind dann so, geht's vom Hundertstel ins Tausendstel und ja. Also ohne mich hier in Komplimenten ergehen zu wollen, da hätte ich ja längst Suizid begehen müssen. Mir erst. Ja, manchmal geht's mir auch so. Du hast ja speziell dem Falco gehuldigt, wenn ich mich richtig erinnere, oder nicht erinnere, weil ich gehe dort nicht hin, ehrlich gesagt, aber man hat es mir hier aufnotiert, dass du auf dem Donauinselfest dem Falco gehuldigt hast. Das war ja ein Sprachkünstler, er hat den Jandl bewundert und so weiter. Was fasziniert dich an dem Kerl und was ist überhaupt die Sprache für dich als Sängerin? Naja, ich habe früher in Englisch gesungen. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, deutsche Sachen zu schreiben und so. Mhm. Und habe diese Sprache auch für mich wirklich neu entdeckt. Und es war so extrem jungfräulich in diesem Umgang damit, weil ich halt gesehen habe, dass sie eine Rhythmik hat, die die englische Sprache nicht hat, dass man mit dieser Sprache ganz anders in der Musik umgehen muss. Und das hat Falco halt damals schon ziemlich perfektioniert, muss ich sagen. Und ich meine, fasziniert. Ich kenne den Thomas Rabitsch, also dadurch bin ich eher dazu gekommen. Und ich habe es eher als Challenge gesehen oder Herausforderung, weil ich gedacht habe, so, da werde ich kläglich scheitern und versagen. Und ja, und dann war das halt so ein Antrieb. Und für mich auch eine Möglichkeit, mich über Falco noch einmal sozusagen, vielleicht mit der Technik eines anderen, der in diesem Segment arbeitet, auseinanderzusetzen. Weil jedes Mal, wenn ich das versucht habe, ohne seiner Rhythmik vorher mir bewusst zu sein, zu rhythmisieren, bin ich in eine andere Richtung gegangen als er. Und er hat mich dann doch also sehr, sehr überrascht jedes Mal. Und ich habe durch diese Arbeit erst seine Genialität erst wirklich entdeckt. Also muss ich schon zugeben. Du hast ein Musical gemacht von ihm, wenn ich mich recht erinnere, über ihn. War das eine überzeitliche Erscheinung oder war das eine Zeiterscheinung? Na, er hat in Österreich über den Tellerrand hinausgeschaut. Sein Horizont hat nicht bei St. Pölten geendet, sondern halt in Chicago oder irgendwo. Das ist ja für dieses Land, das immer sehr kleinmütig ist in seinen Bewohnern, ist das sehr ungewöhnlich. Und das hat ihn halt dorthin gebracht, wo er war, zu einem Weltstar. Wobei ich auch sagen muss, die frühen Sachen, ganz Wien oder Camusar und so werden auch dichterisch, werden literarisch überleben. Ja. Amadeus und so, was den Welterfolg war, wird man schneller vergessen haben. Aber das war schon ein besonderes, Kerlchen, muss ich sagen. Musst du auch sagen, bei allem Respekt, er ist zum richtigen Zeitpunkt gestorben. Mhm. Weil der wäre heutzutage ein Anfang 60-jähriger Popstar und sowas gibt es außer bei den Stones nicht. Also das war, und dann noch dazu der Unfall mit dem Auto, also die völlige Zerstörung wie James Dean oder Albert Camus. Also der ist nicht irgendwie tot umgefallen, sondern das war ein Heldentod.
Und begleitet von der Musik, Out of the Dark, wo er das vorausgeahnt hat, das sterben, werde ich, um zu leben und in der Karibik und so. Wobei Out of the Dark war, wenn du es richtig analysierst, es war seine Sehnsucht, clean zu werden, nicht zu sterben. Er wollte Out of the Dark, into the Light, er wollte endlich von diesen Süchten loskommen. Ein Satz dazu nur noch, wenn du mir das... Wenn, das du bist thematisch leicht nicht fixiert. Nein, nein, na klar. Das ist das Thema. Aber ich hat ihn ein Journalist einmal gefragt, Herr Falco, haben Sie mit Drogen experimentiert? Und er hat gesagt, na, ich hab's genommen. Aha, ich verstehe. Ja? Das sind alles Vermutungen, Mutmaßungen, wir wissen über diese das Leute. Das gibt's auf Band. Bescheid. Ja, an Journalisten muss man ja anlügen, dem sagt man doch nicht die Wahrheit. Du sagst es. Danke so, für das Gespräch. Jetzt schauen wir bitte über den Tellerrand demnächst nach Wiener Neustadt, ich freue mich drauf. Aber heftigst. Ja. Und damit sind wir schon wieder fast am Ende unserer Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Meine Tochter war soeben mit dem Gymnasium in Dublin, was mich zu weiterführenden Recherchen bewogen hat. Zum Beispiel war mir nicht bekannt, dass keine andere Stadt der Welt eine solche Dichte weltliterarischer Personen hervorgebracht hat. Swift, Shaw, Oscar Wilde, O'Casey, Joyce, Beckett. Einer von ihnen war der Dramatiker Brandon Behan, ein wüster Säufer-Revolutionär, ein früher Selbstverwüster. Der hat in Geldnot für eine Zeitung rüde und doch virtuos eine Art Krimi-Parodie der Spanner aus der irischen Unterwelt geschrieben. Ich habe mich dabei gut unterhalten. Zu Behan auch meine Quizfrage. Er gehörte in seiner Jugend einer irischen Befreiungsorganisation an, die gemeinhin als terroristisch eingestuft wird und ihre Entwaffnung vor 13 Jahren erst bekannt gegeben hat. Splittergruppen davon betreiben hingegen weiterhin die Loslösung Nordirlands vom britischen Königreich. Wie heißt diese Organisation? Sie können auch drei Buchstaben nennen. Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker zu dessen extremen Zuspruch von Paulus Manter gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Ja, der ist ganz jung, so vollkommen tot.